Herzlich willkommen, Leute, heute mal wieder mit die Aggressiven, mit dem Dia, und heute zeige ich euch mal Minecraft, ein bisschen von meiner Let's Show Welt. Und da habe ich letztens ein Video gesehen von Rahmschnitzel und Hannibal und so. Da haben die ja auch mal ihre so eine Farm gebaut, wo mit Schienen und so, wo dann die Dekaden wieder, also das ganze Zeug wieder rausgebracht hat quasi. Ja, das ist jetzt einfach nur. Du musst gar nicht beachten. Das wisst ihr, wie das funktioniert. Das ist einfach nur Wasser. Und dann kommt das Zeug einfach hier rein in diesen Block. Also hier runter, weil in den Trichter. Na? Und wenn ich jetzt mal irgendwas werfe, meine Schiene. Dann kommt das hier rein. Plops. Genau. Na, 6 Schienen. So. Jetzt habe ich natürlich hier eine Trichterloche. Ne? Und die fährt jetzt hier runter. Hier ist das Signal, dass sie angekommen ist, quasi. Jetzt sehe ich quasi. Ach du komisches Schaf. Jetzt ist das quasi hier angekommen. Und ich habe herausgefunden, dass nur wenn ein Block hinter der Lore ist, dass ich dann durch die Antriebsschienen das Ding einfach losfährt. Sonst, wenn das so wäre, dann würde das nie losfahren quasi. Ist halt ein bisschen ärgerlich, aber ja. So wird das quasi, wenn die jetzt hier startet, dann geht automatisch das Ding hier vor. Das ist der Block. Wird automatisch eine Sekunde später oder so, wird glaube ich dann Antriebsschienen hier aktiviert. Fährt das Ding hier los und diese Sensorschiene, die schiebt quasi die Schiene quasi wieder hier rüber. Und das passiert hier theoretisch auch hier, ist genau dasselbe. Ja, und erstmal hier fährt es erstmal her, wo halt dann diese Antriebsschiene ist, die sie erstmal bremst. Unter den Trichter, genau. Das alles mit einem Knopf. Ah, da unten sieht man es schon. Und dann wird es. Dann ist es nicht mehr in dem Trichter automatisch, sondern in dieser Lore. In dieser Trichterlore drin. Ja, weil es mal alles hier weggeschmissen hat. Achso, ja, stimmt. Ja. Und dann mit einem weiteren Knopf fährt ihr halt die Lore wieder hoch. Ganz automatisch. Und hier ist auch eine Antriebsschiene. Das ist ja wegen Bremsen und so. Ja, wie findet ihr das? Also, natürlich kann man das machen wie bei Rahmschnitzel, dass man das an. Dass man das hier. In 4 Feldern quasi aufteilt. Das geht natürlich auch mit diesem System. Das ist natürlich dann mehr Schaltungen und so. Aber so schwierig sind ja die Schaltungen eigentlich überhaupt nicht. Es ist manchmal nur schwierig, das auf engem Boden alles hier hochzubringen. Und die Signal, ja, Torches habe ich quasi so angebracht, dass es halt signalisiert, ob dann auch dieser Lore angekommen ist oder nicht. Ich will ja nicht jedes Mal hier gucken. Das wäre ja blöd. Ja. Und in der nächsten Folge von Minecraft zeige ich euch am besten das hier, was das hier entstehen wird. Da hatte ich mal einfach Lust dazu, sowas zu bauen. Das hier, nicht das. Ja. Also bis bald. Und tschüss.